Yeah, it's such a privilege to be here this morning. I must just put on my glasses for my age. Ja, es ist einfach ein Privileg, heute Morgen hier zu sein bei euch. Und ich ziehe mal kurz meine Brille an, dann kann ich es besser sehen. We in Dr. Deo started with a process 3 years ago called Exhibit His Glory. Also wir haben vor ein paar Jahren mit einer... mit so einer Serie im Gottesdienst begonnen, wo es darum ging, Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Yeah, it originated from the Word of God, where God says in Habakkuk, He's going to fill this earth with His glory. Ja, und es kam eben aus einem Wort von Habakkuk, wo es darum geht, dass wo steht, dass Gottes Herrlichkeit die Erde erfüllt. And then we said, but how is God going to fill this earth with His glory? Und dann haben wir gesagt, und wie wird es der Herr machen, dass er seine Herrlichkeit offenbart? So last year we said, well, the first thing is we must have faith for a city. Und dann haben wir zuerst gesagt, ja, wir müssen fünf Campusse. Yes. Ja. Yes, for a community. Danke. Fünf für die, ja, für die Gemeinschaft, für die Gemeinde. And then we said we must also have faith for our friends that must come to know Jesus Christ. Ja, und wir müssen eben auch Glaube haben für die Freunde, die zum Glauben kommen an Jesus. But then we said, but if we have faith, how are we going to express this faith? Und wenn wir jetzt Glauben haben, wie drücken wir den Glauben aus? And we said we're going to express this faith by love. Und wir werden den Glauben eben zeigen durch Liebe. But love's got so many different meanings. Aber Liebe hat so viele unterschiedliche Bedeutungen. So we said we're going to look this year at the word love and how God explains love. Und wir haben dann gesagt, wir schauen dieses Jahr mal darauf, was Liebe heißt und wie Gott Liebe erklärt. And you see, it all started when Christ became king. Ja, und das alles hat angefangen, als Jesus der König geworden ist. And he's king of heaven. Und er ist der König im Himmel. But he's also king of earth. Und er ist auch der König der Erde. So when I come to faith, und das heißt, wenn ich zum Glauben komme an Jesus, I come and stand under the King. Dann unterstelle ich mich dem König. He's my King, he's my Lord. Er ist mein König, er ist mein Herr. And he started this new movement. Und er hat dann diese neue Bewegung gestartet. And now the way he's going to influence this world. Und diese Art von ihm, die beeinflusst die Welt. Is by love. Durch Liebe. Because he gave us a promise. Weil er hat uns dieses Versprechen gegeben. He says, I'm going to make everything new. Und er hat gesagt, ich mache alles neu. And he's going to make it new by filling it with his presence. Und er macht es neu in der Art, dass es mit seiner Gegenwart füllt. His transforming presence, as seine we call it. Verändernde Gegenwart, wie wir sie nennen. And me and you are going to live out this love. Und du und ich, wir werden diese Liebe ausleben. And because he's making everything new. Und da er alles neu macht. He said in John, listen, I'm going to give you a new commandment. Und er sagt in Johannes, hört zu, ich gebe euch ein neues Gebot. You must love one another. Ihr müsst einander lieben und ihr dürft einander lieben, wie ich geliebt habe. As I have loved you. Und so wie ich euch geliebt habe. So we're going to look at the way Jesus loved and the way he loved. We're going to start, because he's now the king, start training and start practicing how to express this faith, this love. Wir schauen uns eben an, wie Jesus geliebt hat und wie er das ausgeübt hat, diese Liebe, und lernen von ihm da. And that's the series you are busy with. Und das ist jetzt gerade die Serie im Gottesdienst, mit der ihr euch beschäftigt. As I have loved you. So wie ich euch geliebt habe. Why? Why must we do this? Und warum sollten wir das tun? He says, because if we love each other like that. Und weil er sagt, wenn ihr andere liebt, so wie das. He says, people in the world. Die Menschen in der Welt. Will start recognizing that we are disciples of Jesus Christ, followers. Und dann werden die Menschen in der Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. So over the past few weeks, you look at this whole concept of love and what love means. Also die letzten Wochen habt ihr euch über das ganze Konzept der Liebe auch damit beschäftigt und was Liebe bedeutet. Because love is the foundation of our faith. Ja, weil it's Liebe the way ist, we express it. Genau, Liebe ist einfach das Fundament von unserem Glauben, so wie wir den Glauben auch ausleben und zeigen. So you look at the scriptures in Galatians 5, where
Paul comes and say, if you live by the Spirit, because the Spirit's inside of us, if you are a Christian, this is the way you express love. Und wenn wir gerade Galater 5 eben anschauen und sagen, was heißt das denn eigentlich, wenn wir Liebe leben? Was heißt das, wenn wir das ausleben? It's like when you were in school and this light shine in the prism and then it has this different kind of colors. Das ist so, wie wenn man Licht eben anschaut, einen Lichtkegel in der Schule, und dass man aber sieht, dass der Lichtkegel ganz verschiedene, unterschiedliche Farben hat, der Licht weiß ist. Ja, so Paul says, when the light, the love shines through your life, it's going to have different expressions. Ja, und Paulus sagt eben, wenn die Liebe in dein Leben reinscheint, dann wird es unterschiedliche Auswirkungen in deinem Leben haben. Paul calls it fruit. Und Paulus nennt es ja Früchte. Because we are a tree under the lordship of Jesus Christ, we're going to have this fruit of the Spirit. Und weil wir eben ein Baum sind unter der Herrschaft von Jesus, wird das Auswirkungen haben, das ist dann die Frucht. John explains it in another way. He says, you must abide in me. Ja, und in Johannes lesen wir das eben anders. Ihr müsst in mir bleiben, Johannes der Weinstock, 15,5, genau. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So, the fruit of the Spirit, Christ, my King, they must all go together. Also die Frucht des Geistes und eben Christus als mein König, das muss alles zusammengehen. So, you've been busy with this series, so today I just want to speak on one of the fruits or one of the expressions of love, of one of the colors of love, if you want to call it like that. Genau, also ihr habt euch jetzt die letzten Wochen mit der Liebe insgesamt beschäftigt und den verschiedenen Facetten der Liebe, und heute geht es eben auch um eine besondere Facette der Liebe. And that's the word gentleness. Und das ist dann die Sanftmut, das Wort Sanftmut. I'll be honest with you, it's a very easy word to say, it's a very difficult word to live. Ja, um ehrlich zu sein, es ist ein leichtes Wort, was einem über die Lippen geht, aber es ist schwer, um das wirklich umzusetzen. Because our culture in South Africa is not very gentle. Ah, weil unsere Kultur in Südafrika ist eigentlich nicht besonders sanftmütig. So some of the commentaries will explain the word gentleness. It will say it's something like humble love. Also Christians. Also viele Christen würden dann eher das so erklären, das ist sowas wie Demut. Gentleness, humble love. How do I live it? What does it mean? Also Sanftmütigkeit ist dann eben diese demütige Liebe, und die Frage ist, wie lebe ich das dann? Now I went to the Greek and I said, what does gentleness in the Bible concept, what does it mean? Und dann habe ich mir das im Griechischen mal angeschaut, im Urtext, und nachgeschaut, was heißt denn eigentlich diese Sanftmütigkeit? Well, it started like saying this, it's the opposite of argumentative. Mm-hmm. Also, und es ist halt, startete damit, das ist das Gegenteil von Streitsüchtigkeit. My first problem. Mein erstes Problem. It's another explanation of gentleness. It said it's self-righteous stubbornness. Ja, und auch so diese Selbstgerechtigkeit, es steht da auch dagegen, und diese Dickköpfigkeit steht dagegen. It is the opposite of gentleness is somebody who always wants to defend his opinion. Und da steht eben genauso dieses Gegenbeispiel, ist jemand, der sich immer selbst verteidigen will, seine Meinung verteidigen will. Gentleness, another translation say, it don't manipulate. Und diese Sanftmütigkeit, die manipuliert nicht. Another translation says, gentle people don't find it difficult to submit to God and others. Ja, und sanftmütige Menschen, denen fällt es leicht, oder denen fällt es nicht schwer, sich Gott zu unterstellen und auch Menschen zu unterstellen. Another translation say, gentleness, this kind of people, they don't easily react in an anger way. Und sanftmütige Menschen, die reagieren jetzt nicht schnell sauer, werden nicht schnell sauer. But instead, they tend to be mild, tolerant, humble, disposed towards others. Humble. Yeah. Yeah. Und stattdessen sind sie eher sanft, tolerant und einfach haben eine freundliche Neigung gegenüber Menschen. So can somebody just say amen? Kann jemand von euch mal Amen sagen?
Do you understand my problem? Versteht ihr mein Problem? Yes. Another guy said to be gentle is a very rare type of grace that you express. Und ein anderer sagte eben auch, das ist eine sehr seltene Gnade, die gezeigt wird, Sanftmütigkeit. But because Jesus Christ is King, aber weil Jesus Christus der König ist, and the Bible says this is the mystery that's been revealed, the mystery for ages that's now been revealed, Christ in you. Und das ist eben dieses Wunder oder dieses Geheimnis, was sich jetzt offenbart, Christus in uns und seit eben Jahrhunderten, seit langen Jahren, das ist das Wunder. So now I submit to Christ. Also jetzt unterstelle ich mich Jesus. His Spirit come and lives inside of me. Der Heilige Geist kommt und lebt in mir. Christ in you. Christus in dir. So now I have the ability to love and express this love. Und jetzt habe ich dann auch die Fähigkeit zu lieben und diese Liebe auszuleben. So the hope there is for us. Also die Hoffnung für uns ist. It is possible to express gentleness towards others. Es ist möglich, Sanftmütigkeit gegenüber anderen auszuleben. But it is something like a muscle. Aber es ist so wie so ein Muskel. Paul says you must change your mind. Training myself. Also das heißt, ich darf anfangen, mich da trainieren zu lassen. To be a gentle person. Um eine sanftmütige Person zu sein. And I can ask God's Spirit. Und ich kann Gottes Geist bitten. To help me because John told us that Jesus said that it's good that he must go away. Weil ich kann den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, weil Jesus hat uns auch gesagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil der Heilige Geist kommt. He said, but I'll send you the Spirit. Ich schicke euch den Geist, ich sende euch den Geist. And he will teach you and guide you in everything. Und er wird dich lehren und eben auch führen in jeglicher Hinsicht. So we have the Spirit inside of us. Also wir haben den Heiligen Geist in uns. So it's possible to start producing this fruit in your life. Also ist es möglich, diese Frucht in unserem Leben hervorzubringen. Jesus said the following, I remember now, Matthew 11:28. It's not on the notes, I just think about it now. Yeah, 11:28. Mm-hmm. Matthew, also ich denke gerade an Matthäus 11, 21. He says, come to me. Ja. 11:28, ja, genau, ja. Ich bin gleich da. Genau, komm zu mir, so. Aber das ist es dann wahrscheinlich, haben wir gleich. Also 11:28, ja, komm zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Vers 29, mhm. Really? Und 29, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. So he says, my yoke is soft. Ja, und er sagt eben, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen habe, ist leicht. Come and learn from me. Kommt und lernt von mir. I'm a gentle person. Ich bin eine sanftmütige Person. So if we want to understand gentleness and how we express love, we look at Jesus. Also das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen wollen oder verstehen wollen, was Sanftmütigkeit heißt, dann dürfen wir auf Jesus schauen. And then I thought about it, Jesus also got angry. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, Jesus ist auch zornig geworden. But the things of the Father, he was very passionate about. Aber er war eben für die Dinge des Vaters, die ihm der Vater auferlegt hat, da war er sehr leidenschaftlich für. So, although he became angry to chase out the people out of the temple. Also auch wenn er da zornig wurde, als er die Händler aus dem Tempel getrieben hat. He was still gentle in the way he did it. Ja, da war er immer noch sanftmütig in der Art und Weise, wie er es gemacht hat. And he had the Spirit of God that leadeth him. Und er hatte den Heiligen Geist in ihm, der ihn geführt hat. So I believe it's not, don't think if I'm angry, I'm not gentle. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich nicht zornig sein kann und die Sanftmütigkeit dann verliere. You know, the Bible says in Numeri, what do you call it? Numbers, yeah? It is Genesis. Genau. Ach so, Numbers, genau. Zweite Mose, sagt die Bibel. Yeah. Maybe. It says in Numeri 12. Ja, also dann 2. Mose 12, das habe ich jetzt hier nicht da. It says Moses was the most gentle person there ever been. Und da wird gesagt, dass Mose die sanftmütigste Person war, die es gab. But yet he got very angry with his sister. Ja, und trotzdem wurde er sehr sauer auf seine Schwester. So there's something about this,
there's something about this tension that if we want to, if we want to express gentleness. Also da ist so diese Spannung, wenn wir jetzt diese Sanftmütigkeit zeigen wollen. It's expressing humble love. Das heißt, das zeigt dann aber diese demütige Liebe. You're passionate about the things of God. Ja, du bist leidenschaftlich, stehst du für die Dinge von Gott ein, die dir Gott aufs Herz legt. And about setting things right. Und dass die Dinge richtig gestellt werden. And you're passionate about the way God wants to work through you. Und du bist auch leidenschaftlich für das, wie Gott durch dich handeln und wirken will. But you're not manipulative. Aber du bist nicht manipulativ. You don't push people in a certain direction. Du drückst die Leute nicht in eine bestimmte Richtung oder schiebst sie in eine bestimmte Richtung. There's something of gentleness in your eyes. Da ist sowas Sanftmütiges in deinen Augen. It's maybe the way I express gentleness to my children. Das ist vielleicht die Art und Weise, wie ich Sanftmütigkeit meinen Kindern gegenüber zeige. We've got 5 kids. Wir haben 5 Kinder. They're all teenagers and older. Die sind alle Teenager und älter. Teenagers, some, I don't know about the German teenagers, but yeah, all South African teenagers, sometimes they're difficult. Ich weiß nicht, wieso die deutschen Teenager sind, aber manchmal können die ganz schön schwierig sein. And sometimes you get very angry with them. Und manchmal wirst du dann richtig zornig auf sie. But when you, thank you, I thought I'm alone. Ich dachte, ich bin alleine. But when I talk to them. Aber wenn ich mit ihnen dann rede. I'm gentle. Dann bin ich freundlich, sanftmütig. There's something of a humble love towards them. Da ist so eine demütige Liebe, die ich dann ihnen gegenüber habe. It's the way I look them in the eyes. Das ist die Art, wie ich sie anschaue. I really love them. Ich liebe sie richtig. And I want them to come into their own, to come more mature. Und ich möchte, dass sie mehr sie selber werden, dass sie reifen. And that's why I want to help them and help them to deal with the struggles of life. Und deswegen möchte ich ihnen helfen, dass sie mit den Herausforderungen des Lebens gut umgehen können. So it's something about this father and son and the way we express our love towards our children. Und es ist so dieses Besondere an der Vater-Sohn-Beziehung, die wir bei Jesus sehen, wie wir das dann auch gegenüber unseren Kindern ausleben. In the same way we express love, one of the virtues, gentleness towards other people. Und es ist dann so, wie die Liebe, eben eine dieser Tugenden, ist dann diese Sanftmütigkeit, die wir ausleben. Moses became very angry with his sister. Also Mose wurde sehr, sehr zornig auf seine Schwester. But he expresses gentleness. Aber er hat es eben sehr sanftmütig geäußert. Can that be maybe why Jesus in the Beatitudes? The Beatitudes, Matthew 5, 6, 7, what do you call that? Diese Sein-Worte, oder in der Ich Bin. Yes. Seligpreisung, danke. Die Seligpreisungen, das, was Jesus sagt in den Seligpreisungen. That's maybe why he said in Matthew 5, 5. Und das sagt er in Matthäus 5, 5. Just maybe you can just read that. Ja, 5, 5. Genau, das sagt, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. The people that are gentle. The people that are gentle. Die Menschen wurden eben, die freundlich waren. Yeah, meek, gentle, that's the same word. Freundlich, sanftmütig. They will inherit the earth. Die werden die Erbe, das Land erben, die Erde erben. A new commandment I give you. Und ich gebe euch ein neues Gebot. You must love as I have loved you. Ihr müsst lieben, wie ich euch geliebt habe. So I believe that gentleness is really something we can ask the Holy Spirit to teach us. Ja, und ich glaube, Sanftmütigkeit ist wirklich was, was wir den Heiligen Geist bitten dürfen, dass er uns lehrt. So that we can start expressing this fruit. Dass wir wirklich diese Frucht ausleben und dass wir sie zeigen. Because it is us through the Spirit that will inherit the earth. God is going to make everything new through us. Ja, und Gott macht eben alles neu durch uns. Und es ist eben Gott durch uns, der diese Sanftmütigkeit bringt, dass wir eben die Erde als Besitz erhalten, als Folge daraus. It is not something, gentleness is not something you can go and study in a class or in a university. Ja, also Sanftmütigkeit ist jetzt nichts, was du rein theoretisch nur lernen kannst in der Schule oder in der Universität. It's with your interaction with people. Das erlangst du in der Interaktion, im Zusammenspiel mit Menschen. The Holy Spirit inside of you. Der Heilige Geist in dir.
that we will start learning, dass wir anfangen zu lernen, this fruit of the Spirit. Diese Frucht des Geistes. I think it's a very difficult fruit. Ich glaube, das ist eine ganz schön herausfordernde Frucht des Geistes. Especially if you're getting older. Insbesondere wenn du älter wirst. But God's Spirit will help us. Aber Gottes Geist, der Heilige Geist, wird uns helfen. Because we really want to make a difference in Stuttgart. Weil wir möchten wirklich einen großen Unterschied machen in Stuttgart. And in the Garden Route. Und in der Regierung. And the way we express our faith. Und in der Art und Weise, wie wir unseren Glauben ausleben. Is through love. Durch Liebe. And some of the qualities of love is gentleness. Und einige dieser Eigenschaften oder eine der Eigenschaften von Liebe ist eben diese Sanftmütigkeit. So can I pray for us? Darf ich, möchte gerne für uns beten? I'll pray in English and then, genau, ich bete auf Englisch. Heavenly Father, we come to you in the wonderful name of Jesus Christ. Himmlischer Vater, wir kommen im wundervollen Namen von Jesus zu dir. In this day, I want to pray for each of us. Und an diesem Tag möchte ich für jeden von uns beten. Thank you that your Spirit lives inside of us. Danke, dass dein Geist in uns lebt. So we have the ability to start expressing love. So haben wir die Möglichkeit, die Fähigkeit, Liebe zu leben, auszuleben. Because God is love. Weil Gott Liebe ist. And he's inside of us. Und er lebt in uns. I pray, Lord, that you will teach us this virtue of gentleness. Und ich bete, Herr, dass du uns diese Tugend der Sanftmütigkeit lehrst. Because the gentle. Weil gerade die Sanftmütigen. Will inherit the earth. Die Welt erben, erhalten werden. And you said we can learn from you. Und du hast gesagt, wir können von dir lernen. So this day I ask you to teach us. Und an diesem Tag bitte ich dich, dass du uns lehrst. Gentleness. Sanftmütigkeit. Let it really become a fruit. Lass es wirklich eine Frucht werden in uns. In the tree of life, my life. In dem Baum des Lebens, in meinem Leben. And that people will really benefit from this fruit. Und dass Menschen wirklich davon, ja, das genießen können, diese Frucht an mir, an uns genießen können. Lord, then I also want to pray for Dr. Deo Stuttgart. Und Herr, ich bete auch für Dr. Deo Stuttgart. I pray for Basti, Lizzie, with everybody that's here, all the leaders, everybody that's attending. Ja, und ich bete für Basti und Lizzie und für jeden, der hier ist und für jeden Leiter hier. Thank you that we know that your hand is upon this. Danke, dass wir wissen dürfen, dass deine Hand auf dieser Gemeinschaft, Gemeinde hier ist. This campus. Auf diesem Campus. And together with all the other life-giving churches. Und zusammen mit allen anderen Gemeinden, die Leben geben. I really pray that we will bring the light into Stuttgart. Da bete ich wirklich, dass wir Licht nach Stuttgart bringen. That many people will come to faith. Dass viele Menschen zum Glauben kommen an dich, Herr. And express your love and your lordship to everybody. Ja, und deine Liebe ausdrücken. Und danke, Herr, für deine Herrschaft. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.